Gruppentherapie? Ich brauche keine Gruppentherapie. Ihr braucht eine Gruppentherapie. Na gut. Willkommen zurück bei Let's Play Edna bricht aus. Wir nehmen jetzt nochmal an der Gruppentherapie teil und ja. Ich habe mich jetzt nochmal im Archiv umgesehen. Und also das habe ich jetzt offscreen gemacht, soweit. Und habe mir nochmal die Sachen notiert, die wir brauchen. Und ja, wir gehen jetzt einfach nochmal hier rein und probieren nochmal unser Glück. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Pocky. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja, aber hallo. Armer Pocky, ich will dir doch beistehen. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Ja, aber gerne doch. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn, noch einmal? Na gut. Gut, wir nehmen denn diesmal. Mit Droggelbecher haben wir das letzte Mal versagt. Ich bin Flatula Buselgarn. Das ist auch sehr gut irgendwie. Aber ich würde da sagen, wir nehmen Adrian, den König des Aufenthaltraumes. Ja, denn es geht hier um Sieg oder Niederlage. Und deswegen machen Adrian, wir das jetzt. König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Du magst einen Schwank aus meiner Jugend hören, okay. Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Das ist super. Gut. Der gute alte Adrian wurde im Sportunterricht immer als Zweites gewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Was? Moment. Wieso Hund? Droggelbecher hatte einen Hund. Adrian hatte keinen Hund. Droggelbecher hatte einen grünen Hund. Okay. Ja, und Adrian hatte eigentlich eine rote Katze. Und wir probieren es jetzt einfach mal mit Rot. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit, wenn Sie nicht mitarbeiten, Sie sollten jetzt... Jetzt werde ich aber bekloppt. Ha, wer braucht die schon? Jetzt werde ich aber bekloppt. Jetzt, das kann doch nicht sein. Wieso? Oh Mann. Und jetzt? Wieso komme ich denn jetzt hier nicht weiter? Ich verstehe das nicht. Wieso hat sie nach einer... Okay. So einfach. 30.000. Sehr interessant. Aber ja, bitte. So. Wollen Sie sich... So einfach lasse ich mich jetzt hier nicht... Darum bin ich rausschmeißen. Hier. Vergiss Sehr es. Gut. So. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Also nochmal. Oder sollen wir es einfach mal mit Edna probieren? Ich bin Edna Konrad. Ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Ja, das war ja so. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Im Keller? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Rettich gewesen wäre? Himmel! Mokka Oktarin getupft. Mokka, ob der Fall ist klar. Sie erzählen mir, wenn Sie nicht... Gut, okay, das war mir klar, dass es läuft. Ich will es jetzt mal so probieren. 30. Aber ich probiere es jetzt nochmal mit König Adrian. So, Leute. Sehr gut. Und zwar habe ich jetzt nämlich eine Vermutung. Da wären Sie doch... Was denn? Ich hätte vielleicht doch die Farbe von Droggelbechers Hund auswählen sollen. Also wirklich eben... Weil Droggelbecher hatte ja den grünen Hund. Und Adrian hatte eigentlich eine rote Katze. Da sie aber nach einem Hund gefragt hat, vielleicht hätte ich doch den grünen nehmen sollen. Auch wenn Adrian eigentlich ein rotes Haustier hatte. Ich bin ich erzähl... So, jetzt probieren wir es mal. Also er wurde im Sportunterricht als Zweites gewählt. Als... Kommen wir zu...
Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Also sie fragt schon wieder nach dem Hund. Okay, dann probieren wir es jetzt mit dem grünen Hund. Grün. Grün. So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Wuhu! Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Oh. Ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Wir sind geheilt. Wuppdi-du-di-du-di. Wir sind ganz normal. Juhu. Okay. Ich hab's geschafft irgendwie, aber was hat mir das jetzt gebracht? Okay. Es ist ja schön, dass wir jetzt an der Gruppentherapie teilnehmen durften. Aber glücklicherweise habe ich jetzt noch eine Fülle an Möglichkeiten, die wir als nächstes angehen können. Speedo Edna, jawohl. Und zwar will ich jetzt erst einmal einen Spoiler auflösen. Also eine Sache, die mir bereits im Vorfeld verraten wurde. Und das war die Sache mit dem lieben Herrn Mantel. Ach ja, ich komme ja auf die Art und Weise gar nicht mehr in den Wäschelift. Ach, ich bin ja doof. Ja, ich bin doof. Dann müssen wir aber wohl als nächstes in den Aufenthaltsraum zurück. Ah, verstehe. Alles klar. Alles klar. Und zwar, Herr Mantel. Den sollten wir mal ein bisschen ärgern. Das wurde mir jetzt leider schon verraten, aber wie ich mich kenne, hätte ich das früher oder später sowieso ausprobiert. Insofern ist das nicht weiter tragisch. Oh, oh. So. Da. Ja, ich bin der Neue. Da, bla, 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 bla. Ja, Alarm, Alarm. Oh mein Gott, wer ist denn das? Ja, sperren wir sie in den Aufenthaltsraum. Oh mein Gott, ja. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da. Aber sicher doch, ich bin ganz brav. So. Moment, wenn ich schon mal hier bin... dann könnte ich doch mal König Adrian einen Besuch abstatten nochmal. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit... für eine weitere Niederlage. Oh, du Schelm, der du es wagst, mich herauszufordern. Ich werde dir nun zeigen, wer hier dein wahrer Meister ist. Cool. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Hey, probier was mal. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als erster. Was denn noch? Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Na ja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Okay, was muss ich jetzt nehmen? Oh mein Gott. Nehme ich jetzt wieder grün oder... Ich nehme rot. Rot. Wow. Du hast recht. Ja! Ich fühle mich plötzlich so... so verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meiner Kontrolle unterliegen. Genau. Hey. Danke.
Das ist echt genial. Schade, dass seine Stimme hier so leise ist. Ich konnte jetzt selbst kaum hören, was er gesagt hat. Aber zum Glück stand es ja hier. Er wurde zweimal hintereinander, wohlgemerkt, von ein und demselben Blitz getroffen. Das finde ich auch sehr interessant irgendwie. Okay, dann. Jetzt, wo wir endlich zu dem König durchgedrungen sind, werden wir es noch einmal probieren und versuchen, ihm beim Münzwerfwettbewerb zu schlagen. Ob er diesmal eine Chance gegen uns hat in seinem emotional aufgewühlten Zustand. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Gott oder Zeit. Ich nehme Kopf, alter König. Kopf. Zahl. Leck mich am Arsch. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Leck mich am Cheerio, echt mal. Na gut. Ich meine, immerhin haben wir ein nettes kleines Gespräch mit dem König geführt. Und jetzt können wir wieder ein bisschen Mist machen, jetzt wo wir schon mal hier sind. Na? Cool. Aber nur für Personal stand da trotzdem noch. Haha. Einen Moment. Jetzt will ich mal noch eine Sache ausprobieren. Ich gehe mal in diesen Scheißraum rein. Wieso tue ich das? Ich will doch einfach nur hier rein. Und trotzdem gehe ich immer wieder in dieser Tür rein und störe die traute Zweisamkeit dieser beiden. Ja, die Zweisamkeit dieser beiden. Nicht die Dreisamkeit oder die Zweisamkeit dieser drei oder... Ach, egal. Auf jeden Fall werden wir erstmal Folgendes machen. Wir benutzen Unterschriftfälschen mit... Cocktailkarte. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Ah ja. Gut, probieren wir's. Barmanns Unterschrift. Auf Cocktailkarte. Was soll ich schreiben? Was schreiben wir denn drauf? Komplettlösung. Das XXX. Ja, ich glaube, das machen wir mal. XXX. Okay. Gut, probieren wir's. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Okay, dann hätte ich jetzt gerne einen XXX, bitte. Einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Lass mich mal sehen. Tatsächlich, was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flitte zu holen. Oh Gott. Oh Gott. Bist du gerade im Boden versunken? Sehr interessant. Dort befindet sich also der Keller. Und jetzt! Sehr gut. Da fällt mir auch schon direkt ein, was wir als nächstes machen können. Dann muss Herr Mantel leider noch warten. Dann machen wir nämlich jetzt mal Folgendes. Wir nehmen uns den Löffel. Haha! Denn damit... Beziehungsweise, eigentlich ist das ja eine Schaufel. Aber sie wird hier als Löffel benutzt, weil es ja keine Löffel mehr gibt, wie wir vor ein paar Parts herausgefunden haben. Und das werden wir doch mal versuchen, dem guten Herrn Mubelfrub unterzujubeln. Vielleicht können wir das machen. Ah, sehr gut. Es geht doch langsam voran. Und bei der Gelegenheit werden wir dann jetzt doch noch zu Herrn Mantel gehen. Sehr gut. Ergeben sich wirklich wieder eine Fülle von Möglichkeiten und ich bin sehr froh darüber. Ah, ja. Das ist perfekt. Dann gehen wir jetzt wieder in den guten alten Wäschelift. Und ja, schmieren den den Manteltypi mal ordentlich voll. Heidi ho, Manteltypio. Oh.
Wer ist nicht so begeistert davon? Da kommt der nächste Ausgang. Ah, verdammt! Das habe ich nicht mehr rechtzeitig und geschafft. Los geht's. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Herr Mantel! Ich hoffe, ich habe keinen Mist gemacht. Naja, egal. Da kommt der nächste Ausgang. Gut. Edna? Danke. Oh, da läuft die Waschmaschine. Geh zu Herrn Mantel. Ihr werdet bekloppt. Sind das... Nein. Das sind jetzt aber nicht seine Augen hier, oder? Könnte ja sein. Das sieht, diese beiden großen, das sieht... Das ist nicht echt jetzt Herr Mantel, oder? Ich werd bekloppt. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Der ist jetzt nicht echt in dieser Waschmaschine drin, der Typ. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Na gut. Ja, der arme Mantel. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir von dem Typen was kriegen, wenn wir das machen. Ich habe einfach nur gesagt bekommen, ich soll das bitte mal machen. Man würde da wohl irgendwie weiterkommen dann, aber... Ja gut, ich werde noch rausfinden, wozu es gut war. Und ich will es auch gar nicht wissen, wirklich, Leute. Haltet euch da ein bisschen zurück. Ich will es wirklich für mich alleine rausfinden. Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen deprimierend ist, wenn man da jemanden zusieht, der zigmal am Ziel vorbeiläuft, gerade wenn man das Spiel sehr gut kennt. Aber ich möchte das gerne wirklich nach Möglichkeit alles selbst rausfinden. Ja, gut, genau. Mubelfrub war da unten. Aber... Hahaha. Das will ich erst im nächsten Part machen. Ich würde mal sagen, wir haben irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir was erreicht haben in dem Sinne, aber wir haben zumindest eine sehr gute Vorarbeit geleistet für Dinge, die jetzt noch folgen können. Ich bin zufrieden mit der Ausbeute in diesem Part und ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP. Mubbelfrupp!